Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Far Cry Primal. Wir sind hier auf dem kleinen Gebirgspass, endlich aus der Höhle raus und wie in der letzten Folge versprochen, ruhe ich mich jetzt aus, bis es Nacht wird, bis zur Abenddämmerung. Ach ja. So. Und dann greifen wir ganz hinterrücks nachts das Lager von den Udam da unten an. Wenn das überhaupt die Udam sind, ich weiß es nicht. Es könnten auch die anderen sein, die Isilja. Oder? Die hießen Isilja, ja. Aber wir werden es herausfinden. So, es ist Abenddämmerung. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben genug Pfeile. Okay. Halt, ich muss hier noch die Keule wieder abändern. Ich möchte auf die Zweihänderkeule gehen. Okay. So, können wir jetzt wechseln. Speer. Alles klar. Gut. Sind das Fledermäuse? Das sah mir jetzt irgendwie aus wie Fledermäuse. Aber die Blutspur geht aber ewig. So. Das hier sieht nicht... Also das hier sieht wirklich nicht so wirklich aus, als wäre das einladend. Hört ihr die Musik? Ist die jetzt vom Spiel oder macht die das da unten? So, ganz vorsichtig. Weißt du nicht, was die da machen? Das sieht nicht gut aus. Ich weiß auch nicht, wie viele Wächter hier überhaupt sind. Wisst ihr was? Ah! Was habe ich getan? Gott, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich habe vergessen, wie es geht. So geht das. So, wir scouten jetzt erstmal. Das machen wir. Und, wie schaut's aus? Gut, da ist einer. Da ist irgendwas anderes. Noch einer. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das sind ungelogen ziemlich viele. Vielleicht können wir da einen nach dem anderen irgendwie ausschalten. Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht der da, weil er gerade so ungedeckt ist. Wenn wir den irgendwie kriegen würden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Den kriegen wir da irgendwie nicht, oder? Den würden wir kriegen, den auch. Den da dann nicht, der ist geschützt anscheinend. Okay, dann holen wir uns den da vorne. So, wir holen uns den. Ich hoffe, wir haben die jetzt noch nicht aufgeweckt oder so. Nee, es sieht soweit noch okay aus. Von hier oben brauchen wir die gar nicht zu snipen, weil die sehe ich, die kann ich unmöglich von hier oben treffen. Da bräuchte ich einen besseren Bogen. Mal eine kurze Frage, kann ich überhaupt einen besseren Bogen eigentlich schon machen? Südstein, war ja klar. Okay, dann müssen wir einen Tick näher ran. Wir müssen einen kleinen Tick näher rankommen. Okay, wir müssen hier ganz kleines bisschen näher ran. Vielleicht können wir ihn da... Ich glaube kaum, dass er... Nee. Das hätte mich jetzt auch stark gewundert, ganz ehrlich. Wie kommen wir da jetzt ran? Muss mal überlegen. Erstmal ein Stückchen näher vorsichtig ranpirschen. Hier sieht es ganz gut aus. Hier können wir uns, glaube ich, ganz vorsichtig ranschleichen. Gut, wir sind schon mal unten. Okay, wir sind da. Da ist einer. Der im Hintergrund ist gefährlicher. Der da rechts ist sowieso gefährlich mit seiner Keule.
Ich hole jetzt nochmal unsere Heule dazu. Die soll sich das Ganze hier nochmal angucken. Dass die auch schön alle nochmal gescannt sind. Okay. Den kann ich mir nicht holen. Der da ist mitten im Lager. Da sitzt noch einer in der Hütte. Das wird gefährlich. Okay, der schaut gerade nicht hin. Okay, perfekt. Und jetzt könnte ich sagen... Schön leise. So. Gut, den hat er auch erwischt. Alles klar. Wir müssen hier ganz vorsichtig taktisch vorgehen. Ansonsten kriegen wir nämlich echt Probleme. Okay, mal ganz vorsichtig wieder ranpischen. Ich weiß nicht, ob unser Jaguar den da erwischen kann. Ich hoffe jetzt einfach mal. Oh, fuck. Ah, Jaguar. Es tut mir leid. Ah, Mist. Verdammt, ich hätte es wissen müssen. Unser armer Jaguar. Mist. Und ich kann ihn nicht retten. Das ist so das, was mich jetzt ärgert. Ich kann ihn unmöglich retten. Ja, tut mir leid. Oh, er schreit so. Okay, aber wir sind wieder... Wir sind mit der Eule wieder aktiv. Ihn hier können wir nicht angreifen. Aber ich kann ihn holen. Verdammt, ich wurde entdeckt, oder? Ja. Verdammte Kacke. Natürlich wurde ich jetzt entdeckt. Ach du Scheiße, hat der einen Schlag drauf. Verdammt! Die sind gar nicht mal so unschwach. Okay, wisst ihr was? Nein. Oh, fuck. Der haut ganz schön rein und die lassen sich nicht anzünden. Das ist nicht gut. Ich werde das Gefühl langsam nicht los, dass ich hier überhaupt nicht... dass ich überhaupt gar keine Chance habe. Oh, fuck. Oh, der hat gesetzt. Tod von oben. Oh, Mann. Okay, das war jetzt nicht gut. Boah, die sind ganz schön hart. Haben wir da überhaupt eine Chance, überhaupt durchzukommen? Ist es überhaupt möglich? Meine arme Bestie ist natürlich jetzt tot, ne? Rotblatt. Okay. Den belebe ich natürlich wieder. Tut mir leid, dass ich dich verloren habe, mein Kleiner. Das wollte ich nicht. Oh, tut mir leid. Okay, das müssen wir anders machen. Boah, der Außenposten ist echt hardcore. Okay, das scheint wohl sowas wie die Abkürzung jetzt zu sein. Das ist nicht gut, oder? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir sind. Oh Mist, wir sind ja direkt gegenüber vom Lager, oder? Ich muss erstmal gucken, wie viele noch da sind. Es sind schon noch ein paar. Ja, es sind schon noch ein paar.
So, wieder einer weniger. Gut. Einer weniger ist besser als keiner. Der kommt nicht ran, ne? Oh, warum sitzt du auch da oben fest? Verdammt. Ich würde mich... Wenn ich könnte, würde ich ihm in den Kopf schießen. Aber ich traue es mich gerade nicht so wirklich. Weil wenn ich daneben schieße, habe ich wieder ein Problem. Okay. Wir haben irgendwas entdeckt. Mich haben sie noch nicht entdeckt. Okay, die wissen zumindest, dass irgendwas los ist. Aber mich haben sie, glaube ich, noch nicht entdeckt. Das heißt, wir haben noch... Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Gut. Einer weniger. Ich glaube, sie haben sich wieder beruhigt. Jetzt können wir wieder einen mit der... Jetzt können wir wieder einen mit der... Eule vielleicht ausschalten. Einer, der gerade unachtsam irgendwo ist. So wie er. Ja. Wieder einer weniger. So, nach und nach, ne? Die da können wir, glaube ich, nur mit Takedown killen. Wenn wir die überhaupt mit Takedown killen können, das ist ja das. Also darauf hoffe ich zumindest. Aber da ich das natürlich auch nicht weiß... Stehe ich natürlich da. Ich muss auch erstmal einen Weg darüber finden, um den überhaupt einen Takedown killen zu können. Ah, das ist alles so eine Sache. Das war knapp. Okay, der geht gerade weg. Es ist mir zu riskant im Moment. Ich will noch mal ein, zwei Wachen mit der... Vielleicht noch eine Wache mit der Eule oder so ausschalten. Die Eule ist auf dem Rückweg, also... Hat er das gehört? Naja, anscheinend nicht. Ich kann ja Steine werfen. Das weiß ich. Aber das Problem ist, es bringt mir gerade nicht viel. Okay, wir haben hier noch 1, 2, 3 normale. Oh oh. Der kommt auf den Weg. Das ist nicht gut. Den da holen wir uns. Gut, den hat's erwischt. Ich glaube, das war eine Frau. Ich glaube, der hat was. Ich glaube, der ahnt was. Ich glaube, die wissen Bescheid. Das ist überhaupt nicht gut. Okay. Oh, ihn erwische ich überhaupt nicht, ne? Das ist noch so riskant. Das ist einfach noch so riskant. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin vollkommen überfordert im Moment. Es ist zu gefährlich, einfach jetzt vorzustürmen, um irgendwas zu machen. Ich muss erst die ganzen kleinen Penner da ausschalten. Das Problem ist... Und... Warte mal, wenn der vielleicht mal kurz stehen bleibt. Jetzt. Okay, einer weniger. Gut. Der da guckt nach da drüben. Der guckt immer darüber. Ich glaube, wenn ich die kleinen ausgeschaltet habe, kann ich mich an die großen ranschleichen. Ich guck mal, ob ich da noch einen hinlocken kann. Hat, glaube ich, gerade keinen interessiert. Okay, wie viele kleine sind denn noch übrig? Da ist nur noch einer. Ja, dann holen wir uns den. Oh, das war eine Frau.
Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich hoffe es wirklich. Oh oh. Der guckt gerade zu mir her. Verdammt. Jetzt habe ich echt ein Problem. Ah, jetzt guckt er gerade weg. Oh oh. Komm schon, bitte, bitte. Lass mich da einen Takedown machen, ansonsten habe ich echt ein Problem. Wie jetzt? Kein Takedown. Echt jetzt? Gut, wieder was gelernt. Verdammt. Boah. Okay, einer ist weg. Heilen, heilen. Boah, das ist überhaupt nicht cool gerade. Ja. Hier. Boah, das hat gesessen. Tod von oben ist echt krass. Boah. Au! Verdammt, ich muss mich heilen. Oh oh. Heilen. Bestie, mach was! Haben wir es geschafft? Ich weiß es nicht. Boah, sind hier viele Leichen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich bin mir nicht sicher. Boah, was für ein Kampf. Was für ein Kampf, meine Freunde. Dass das so hart ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also die Zweihänder-Keulen-Fuzzis. Ups. Da habe ich eine Frau getötet. Das tut mir leid. Teilweise. Naja, so war das halt früher. Oh Mann. Menschenfresser. Ha! Ha! Schnapp ihn dir, ich durchforst gerade noch ein bisschen die Leichen. Der schnappt sich den. Jawohl! Wir haben es geschafft. Ringwall Außenposten. Und da kommen unsere Verbündeten. Boah, das war jetzt wirklich heftig. Hallo. Oh Mann, ey. Also das war wirklich eine echt anstrengende Sache. Nein, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Egal. Hartholz. Ich durchsuche gerade noch die ganzen Leichen, weil hier gibt es immer was zum Looten. Man weiß ja nie. Da gibt es was. Nee. Irgendwo hier vorne liegt noch einer. Irgendwo hier. Ah, du. So, perfekt. Und wie schaut's aus? Jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Jawohl, wir haben diesen Bereich hier für uns erobert. Das war echt verdammt anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein gut bewachtes Lager ist. Aber wir haben es geschafft. Wenn auch mehr schlecht als recht. Oh Mann. Ja.
Hier gibt's echt zu viele Leichen. Hoffentlich räumen die da ein bisschen auf, weil das geht so gar nicht. Nun gut, wie gesagt, ich verabschiede mich erstmal für diese Folge und wir sehen uns wieder in der nächsten und erkunden dann mal das neu eroberte Land hier so ein bisschen für uns. Also macht's gut bis dahin. Ciao!